Fremdkörperaspirationen treten bei Kindern auf, die entweder mit dem falschen Spielzeug gespielt haben oder einfach noch zu klein waren, um zum Beispiel Erdnüsse wirklich essen zu können. Das können Kinder meistens erst so ab dem dritten Lebensjahr unfallfrei. Unfälle passieren zur Unzeit, das heißt abends. Da muss man erst als Eltern verstehen, dass tatsächlich eine Aspiration in Frage kommt. Dann landen die Kinder in der Klinik und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, die klar machen, dass es ein Fremdkörper ist. Das eine ist die sorgfältige Anamnese, das ist am wertvollsten. Wenn die Eltern sagen können, hatte Nüsse im Mund, hat dann gehustet oder der kleine gelbe Legostein fehlt, den hat der Fünfjährige gehabt und jetzt hat der Zweijährige ihn halt vielleicht verschluckt. Alle anderen Untersuchungsschritte wie Röntgenthorax, Computertomogramm, Kernspinresonanz führen nicht dazu, einen Fremdkörper ausschließen zu können. Das heißt, wenn die Anamnese positiv ist, muss eine Bronchoskopie zumindest flexibel erfolgen, um festzustellen, ob ein Fremdkörper drin ist. Falls ein Fremdkörper drin ist, muss er extrahiert werden, damit aus dem akuten Fremdkörper kein chronischer Fremdkörper wird, der sich ins Bronchialbett einfrisst. Die starre Bronchoskopie ist eine Technik, bei der man den Fremdkörper mit einer großen Zange gut packen und extrahieren kann und so ohne großen Schaden anzurichten das Kind von seinem Fremdkörper befreien kann. Um den Fremdkörper zu lokalisieren oder überhaupt zu zeigen, ob ein Fremdkörper vorhanden ist, gehen wir mit einem flexiblen Bronchoskop und der Spontanatmung in den Patienten rein. Das ist das starre Bronchoskop, das kleinste Bronchoskop, was wir haben. Damit die Optik überhaupt Licht hat, braucht man ein Lichtkabel, das anzuschließen ist. Im späteren Verlauf kommt dann hier noch ein Kamerakopf drauf. Wenn man jetzt einen Fremdkörper fassen will, braucht man eine Fremdkörperfasszange. Die unterschiedliche Zangenformen haben kann und größere Fremdkörper fassen kann. Das ist eine Zange mit Krokodilmaul, die einen festeren Biss hat, mit der man kleinere oder drahthartige Fremdkörper fassen kann. Man geht mit der geraden Fieberoptik in die Zange rein. Jetzt kann man direkt an der Spitze der Zange schauen. Auch diese Zange bekommt ein optisches Kabel. Wenn man den Fremdkörper lokalisiert hat, wird die Optik herausgezogen und der Schutz von Zahn und Kehlkopf, das Bronchoskop, festgehalten. Und dann wird die optische Zange mit Fieberoptik in gleicher Position durch das Endoskop eingeführt. Jetzt geht man vorsichtig heraus aus dem Endoskop. Jetzt lässt sie sich noch nicht öffnen. Man muss erst ganz das Endoskop verlassen haben. Jetzt lässt sich die Zange weit genug öffnen. Jetzt kann man den Fremdkörper fassen. Und hochheben. Und so wie im Beispiel mit diesem Tuch kann man die meisten Fremdkörper nicht durch das Endoskop herausziehen. Das heißt, man zieht Fremdkörper und Bronchoskop aus dem Patienten heraus, extubiert den Patienten und das Beatmungsmanagement muss dann über die Anästhesie erfolgen. Okay, also das ist unser Scheili, den werden wir dann hier drauf konnektieren. Hier kommt dann unser Beatmungssystem dran. Und wenn man sich jetzt dieses System anschaut, fällt natürlich auf, dass es dünner ist, als ein normaler Tubus wäre, sodass von daher schon mal höhere Drücke resultieren. Und natürlich die Luft, die hier unten rauskommt, auch erstmal weniger ist. Das ist für die seitlichen Bronchusabgänge.
Wir stellen 100% ein und werden am Respirator immens hohe Drücke haben. Wenn es zu einem Sättigungsabfall kommt, ist es wahrscheinlich so, dass wir einfach mit zu wenig Druck beatmen und damit eben zu wenig Ventilation herrscht für das Kind. Da muss man mal auf die normalen Beatmungsparameter für ein paar Minuten keine Rücksicht nehmen, weil sonst wird das Kind nicht richtig oxygeniert. So, Gerald, das ist der Wolfgang. Der Wolfgang hat eine Erdnuss aspiriert und wird jetzt von Michael Kandler gleich bronchoskopiert. Wir machen eine Vollnarkose und der hat 10 Kilo laut Mutter, würde jetzt dann mal 20 Mifenta geben und 50 Propofol. Ja. Genau, die Infusion lassen wir mit 100 laufen, Infusion geringer Acetat, genau. Und lassen dann das Propofol mit 80 Milligramm die Stunde weiterlaufen und hoffen, dass er dann erstmal spontan weiteratmet. Ja? Propofol mit 80, Infusion auf 100. Fenta geht los. Propofol sind drin. Propofol läuft bei 80. Okay, also machst du die Adrenaline schon mal und schon mal die Lama gleich mal einstecken. Okay, also das sieht doch alles ganz gut aus. Die Lama passt. Du hältst sie jetzt erstmal fest. Der Wolfgang wäre für dich angerichtet. So, Kehlkopf in Sicht. Fremdkörper gefunden. Bitte Scheide zumachen. Scheide zu. Wir machen Scheide Bronchoskopie. Zur Starnbronchoskopie wünsche ich mir jetzt, dass das Kind relaxiert ist. Wir brauchen einen ruhigen Kehlkopf, um mit dem Metallrohr durch den Kehlkopf schadenfrei durchzukommen. Und das Kind darf nicht husten, damit ich den Fremdkörper packen kann. Okay, wir gehen davon aus, dass das jetzt noch so 5 bis 10 Minuten dauert. Deswegen möchte ich jetzt kein Cis-Atracoium geben. Jetzt geben wir mal Vivacron. 2 Milligramm. Legen wir los. Vivacron 2 Milligramm. Milligramm Vivacron sind drin. Laryngoskop bitte. Laryngoskop. So, jetzt bitte Lama ziehen. Lama auf. Mund aufmachen bitte. Mund auf. Schließ die Beatmung seitlich an. Okay, jetzt haben wir unsere Beatmung hier seitlich angeschlossen, wie bereits erläutert. Und das ist jetzt der Moment,
wo sich die Beatmungsdrücke massiv erhöhen und die Beatmung für uns nicht mehr komfortabel ist. Man sieht aber weiterhin, dass sich der Thorax hebt und senkt. Und die Sättigung ist jetzt letztendlich der Parameter, an dem wir uns orientieren. Solange die Sättigung jetzt okay ist, wird jetzt weitergemacht. So, ich gehe mit der Zange rein und wünsche mir, dass wir dann mit Zange den Fremdkörper sehen. Extubiere jetzt Bronchoskop, Zange und Fremdkörper in einem. Anästhesie muss bitte selbst weiter beatmen. Kriegen wir hin. Ich mache sie rein und mache den Mund auf. Nasenmaske drin. Um zu sehen, ob wirklich kein Fremdkörper mehr drin ist, kein Fremdkörperbröckelchen, kommt jetzt zum Abschluss noch mal eine sorgfältige Bronchoskopie der Tracheas von beiden Bronchialsystemen. Und das machen wir mit flexiblem Bronchoskop. Also prinzipiell hat es alles gut geklappt. Die Sättigung ist jetzt von unserer Seite aus mal kurz abgefallen gewesen, aber nie unter 93, 92, also absolut tolerabel. Und Kind ließ sich auch gleich wieder aufoxygenieren, entsprechend wenn die Larynxmaske jetzt wieder drin ist. Jetzt warten wir einfach, bis er die Narkose ausgeschlafen hat und bringen ihn in den Aufwachraum.